Hi. Das bin gerade mal ich. Außerhalb des Livestreams. Und zwar habe ich mir gedacht, weil ich den letzten Boss so lame gemacht habe mit der Knarre, habe ich mir gedacht, ich nehme mal kurz die Zeit und buff mich privat noch mal ein bisschen auf. Hoppala. Und hab mir Helme geholt, oder den Helm geholt und den dann eben dann versichert. Das ist der Ritterhelm. Der Panzersammlung, hier, der hier. Helm Nummer 51. Ne, war nicht 51. Warte mal. Helm Nummer 66. Den kriegt man. Ich kann es nicht mehr genau rekonstruieren, aber den kriegt man auf jeden Fall durch eine Jump-and-Run-Passage im alten Ozean. Ja. Und wenn man den dann versichert, kann man den halt auch als Waffe haben. Und ich habe halt die Gabel auf Maximum aufgepowert. Ich habe alle Umami-Blöcke, also ich habe jetzt Umami auf 8 Sterne, wie man sieht. HP habe ich gut gelevelt. Ich kann mich 9-mal heilen. Ich habe alle Fertigkeiten auf Stufe 3. Ja. Ich bin Level 63. Kurz nochmal für die genauen Stats hier. So, Levelaufstieg. Leben 19. Resistenz 21, Angriff 23 und Glut nach wie vor auf 0. Ja. In dem Sinne, mir fehlen auch nur 2 Trophäen für Platin. Aber die sind ein bisschen Pain. Weil man muss halt eben alle Panzer haben. Oder in alle Panzer einmal reingegangen sein. Und dann muss man die Versicherung kaufen. Die Trophäenname besagt, Moment, buy some insurance. Wo haben wir es denn? Hier, buy some shell insurance. Die Frage ist halt, was sind some? Also ich weiß, was das auf Deutsch heißt. Nur, was definieren die als some? Ich gehe halt davon aus, dass man wirklich alle versichern muss. Also man muss erst in alle Helme oder in alle Panzer einmal reingegangen sein und dann dementsprechend alle einmal versichern lassen. Mal gucken, wann ich das in Angriff nehme. Auf jeden Fall. Lange Rede, kurzer Sinn. Yes. Ich bin nochmal ruhig. Are you okay? I killed him. The old man who never raised a claw against me. I was the strong, wielding death against the weak. There is no salvation for me now. It wasn't you, Kaiten. It was whatever that thing was, making you evil. A great confluence of damned souls. A grim slurry of umami. My body moved at its whim, true. But the anger was mine. The hate was mine. Without it, it could not have taken me as a shell. Stop talking! You're going to be okay, all right? Perform me a favor, vagabond. My anger was too much for me, but do not let it vanish. If you can, take my anger with you. And wield it where it is needed, to protect this world. Stop it! Stop talking like you're going to die! I didn't even like you guys when I met you! But I don't want you to go! I don't want to be alone again! The confluence was wrong. There's still time to save this ocean. I must believe this. Even if it is a lie, I will believe it. Until the day. This old ends. Oh, wait! That old guy was saying that shell has a lot of magic in it, right? I'll just put it on. Maybe I can heal you.
Krill. Just stay right there. I'll be right. Whoa! What happened? I put on this cool-looking shell, and for some reason, I feel super great now. Like I could take on the whole ocean. Kind of like anything I want can become reality, you know? This is gonna change everything. I'm gonna be a hero. Blue, Firth, I need that shell to save Kaiten. Can I put it on for a second? Kaiten? Who's that? Whatever you need, it can wait, pal. I'm thinking big right now, and my big things are gonna save New Carcinia. Yeah, yeah, that's a great idea. Great thinking, me. Let's do it. No. Just stay right there, Kaiten. I'll be right back. Hey there, pal! No hard feelings about our little disagreement earlier, right? My new powers are crazy! I just moved this whole island directly over New Carcinia! Looks like trash day came early. Pretty cool, right? Firth, I really need that shell! Kaiten's hurt bad! I'll tell you who's hurt bad. The economy. That's who. With Roland gone and Scuttleport out of commission, our whole city's gonna completely collapse. And not only that, folks are starting to say the trash we've been using is physically harmful to us. Who would have thought? But it's all gonna be okay. Now that I'm the god of this ocean, I've got a super genius three-step plan to save everyone. Step one, sink Trash Island onto New Carcinia, eliminating the whole concept of Trash Day. A permanent economic boom! What's better than that? You're going to cover this city in trash? Can we just talk about this? I just need to borrow the world for Step a minute! Step two, use that trash to usher New Carcinia into a second golden age. You'll see technology advance beyond your wildest dreams! You're not listening to me! And step three. With all that new tech, we'll form a plan to make New Carcinia's economy more sustainable. We ought to be able to start using 20% less trash within the next 200 tides or so. You thought I forgot about that part, didn't you? But I'm a caring guy. If you dump more trash on the reef, aren't they just gonna get gonked faster? And I still need to save Kaiten! So give me that shell! I'm not going to let you do this! That's the cool part about being a god. I don't need you to let me do anything. It's just gonna happen. Spell. I was really starting to respect you. But here you are, resorting to physical violence to take down an honest business craft. No need to get angry, pal. You're only gonna get yourself hurt. I'm not! I am getting angry, aren't I? I think maybe I've been angry the whole time. Ever since I left the tide pool, I never wanted to be. Everyone else seems angry all the time. I didn't want to be like that. But I can't help it. Not when people like you always get everything you want, and other people get hurt for it. It's not fair! And I'm really strong now. Strong enough to stop you from making things worse.
You really are quite whiny, you know? If you're gonna fight me, quit the sob story and just do it. I've got an empire to build here. Come on, do it! Hit me! Don't be a coward! Ich kann nicht versprechen, den First Search zu schaffen. Ich hab nicht großartig viel geübt. Also dann. Do it, nerd! Do it! Come on! Hör zu! Jetzt kann ich. Na? Na, na, na? No one likes a sore loser, buddy! Was zum Geier war das? Festhalten, dass dieser Hammer mit dem Ritterhelm ziemlich sehr, sehr stark ist. So. Das war Phase 1. Would you just die already? Oh Gott. You ain't seen nothing yet, dude. Na? Aber an sich kann der halt auch nichts, ne? Sagt er und lässt sich was killen. Zwei. Jetzt bin ich dran. Jetzt muss ich dringend heilen. Vielleicht zwei. Kaffeebecher? Was? Irgendwas von einem Kaffeebecher gelesen. Shit. Heil dich. No. Krill, wait! Don't put that on! Und das war's. I think I get what Kite meant now. Krill, hold on. Let's talk about this like adults. If I'm gonna be angry, I might as well use it for something good. So that maybe, one day, other people won't have to fight like me! And what better way to start than to beat up a selfish, greedy, muscle shocker like you! Wait! Mein Kopf. Ist es vorbei? Was ist mit dem Ammoniten passiert? Ich glaube, ich habe schon wieder Mist gebaut. Schön, dass der Helm jetzt noch als Waffe da ist. Aber ich nehme die Gespräche trotzdem mal mit. Wahnsinn, hast du jemals so viel Müll auf einmal gesehen? Doch, das ist ein wahres Wunder. Müssen jemanden da oben wirklich sehr am Herzen liegen. Also, ich glaube, ich bin da im Stream nicht so drauf eingegangen, aber dass man das als wahres Wunder, dass sie das hier als wahres Wunder sehen, dass hier so viel Müll liegt. Ich meine, es ist schön, dass sie daraus so eine Stadt gebaut haben. Es ist sehr eindrucksvoll. Generell, was sie damit gemacht haben. Aber dass sie froh sind, immer mehr Müll zu haben.
Ja, schwierig. Ah, Grill, mein Freund. Es freut mich ungemein, dass du überlebt hast. Wie du siehst, haben es die Gezeiten äußerst gut mit uns gemeint. Erst entkommen wir aus den Eingeweiden der Hölle, jetzt auch noch die Müllinsel über unserer schönen Stadt kollabiert. Die Schäden gehen natürlich ins Unermessliche. Die Architektur ist hinüber. Allerdings werden von überall her Besucher kommen, um sich die Zerstörung anzusehen. Und all diese neuen Gesichter wollen begrüßt werden. Es gibt immer einen Silberstreif am Müllhorizont. Hey, pal. No hard feelings. Bam. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich mal meinte, im Stream, ich möchte, dass ein Mensch kommt und den kaputt trampelt. Ich weiß nicht, ob es bei dem war oder bei wem anders. Aber hier ist es dann praktisch einfach passiert. Nur halt eben als Riesentreter. So ein Cowboy-Schuh einfach. Glaube ich zumindest, dass Cowboy-Schuh ist, weiß ich nicht. Bei auch. Ich hoffe, Kaiten geht's gut. Ich habe getan, was sie wollte. Ich bin wütend geworden. Ich habe Firth aufgehalten. Wahrscheinlich wäre alles noch viel schlimmer gekommen, wenn ich das nicht getan hätte. Aber ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass ich an Hilfe war. Ich fasse es nicht. Die ganze Stadt ist völlig unter Müll begraben. Ich habe wirklich niemanden retten können, oder? Die Stadt ist komplett ruiniert. Machst du Witze? Das ist der beste Tag meines Lebens. Wir sind alle reich, ich sag's dir. Schnapp dir so viel Müll, wie du tragen kannst. Heiliger. Grill, bist das wirklich du? Bin ich. So wie du aus der Wäsche guckst, hast du einen Teil zu diesem ganzen Chaos beigetragen, oder? Ich hab's dir gesagt, das ist keine gute Idee, dich mit dem alten Knacker in den Gräbern rumzutreiben. Wo ist der Olli überhaupt? Ich würde gerne... Er ist tot. Oh. Oh, Schätzchen. Jede Menge Leute sind gestorben. Und ich weiß nicht, ob Kaiten noch lebt. Ich dachte, ich könnte mit diesem coolen Panzer alles wieder in Ordnung bringen. Aber ich befürchte, Firth und ich haben ihn bei unserem Kampf kaputt gemacht. Ich habe das Gefühl, dass alles so unnötig war. Ich will meine Wut rauslassen, aber es ist nicht mehr möglich, auf den ich wütend sein könnte. Und in der Stadt herrscht auch ein Riesenchaos. Es tut mir leid, Nimmer. Naja, es war nur ein kleiner Trost, aber die meisten hier scheinen sich über den ganzen Chaos zu freuen. Immerhin haben sie in ihrem ganzen Leben noch nicht so viel Müll gesehen. Aber wenn die Geschichten wahr sind, die man sich über die Plörre erzählt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir dafür die Quittung kriegen. Also, alles in allem sieht es nicht besonders rosig aus, Kleiner. Willst du mit deinen Kindern in die Stadt bleiben? Klar doch, Kleiner. Wir sind noch nicht fertig mit diesem Moloch. Obwohl hier noch Chaos herrscht? Ist gar nicht so leicht, hier zu verschwinden, Grill. Außerdem, wer soll die Leute hier unten denn sonst mit Herztanknotschi versorgen? Und wenn alles noch schlimmer wird, vielleicht kann ich ja für ein bisschen Hoffnung sorgen. Das wäre doch ein gutes Leben, oder? Was ist mit deinen Kleinen? Wir wollen kämpfen lernen, wie immer. Ja, Gewalt ist cool. Schlag euch das sofort wieder aus dem Kopf, junge Damen. Ihr kommt schon klar, Grill. Sie sind alt genug, um ihre eigene Entscheidung zu treffen. Und kümmern sich nicht mehr darum, was ihre Ma ihnen sagt. Aber viel wichtiger ist auch, was du jetzt tun wirst. Ich mach das, wofür ich hergekommen bin. Das habe ich verdient, oder? Ich denke schon, Kleiner. Hallo. So viel Müll dabei ist nicht mal Mittag. Du sahst auch schon mal besser aus, Herr Krebs. Trinkst du genug Wasser? Ich zieh dich nur auf. Boah, der Müll von da oben ist zu uns runtergefallen. Alles ein ganzes Häuschen. Aber irgendwie macht man sich große Sorgen. Stimmt schon, das ist ziemlich müffelt. Was für eine Katastrophe. Ich habe mir mal die Musicals angehört und nichts Böses geahnt, als plötzlich mein Apartment eingeschützt und in den Unterschichtbau geschüttert ist. Hier unten kann ich unmöglich bleiben. Was soll ich denn in meiner Freizeit anstellen? Den miefigen Mief auswendig machen? Du arme, arme Frau. Du arme Oberschichtlerin. Na sowas, wie es aussieht, steht uns ein wirtschaftlicher Umschwung ins Haus. Wenn es Müll und in Hülle und Fülle gibt, sind dann alle in der Stadt gleich? Oder werden die Reichen diese Gelegenheit nutzen, um noch reicher zu werden? Ich persönlich hoffe ja auf Letzteres. Hurra! Kann ich den eigentlich auch schlagen?
warte. So sieht's aus, als hättest du einen Ausflug in die Hütte hinter dir. Und ein Panzer hast du auch nicht an, genau wie ich. Yep, so sieht's aus. Darf ich dir noch abgeben, Kleiner? Genieße es in vollen Zügen, wenn du einen Panzer hast. Und halte an den Erinnerungen fest. Dann halten sie dich warm, wenn du gerade keinen Panzer hast. Denn die feinen Krebse da oben haben eines vergessen. Nicht einmal die besten Panzer zu halten. Nicht einmal die nicht einmal die besten Panzer halten ewig. Oder aber, nicht alles, was glänzt, ist auch aus Gold. Ganz egal, wie sehr wir uns das auch wünschen. Wischt mal. Und wenn diesen Blitzepiepen demnächst die Panzer ausgehen, kommen sie ins Schwimmen und plärren los. Alle beide wissen, wie es am Riff zugeht. Uns lässt das kalt. Was soll ich jetzt bloß machen? Ich wollte ja eigentlich immer zurück zur Restwassersenke und nichts tun. Aber will ich das wirklich? Dieses Abenteuer war eine kolossale Zeitverschwendung. Es war anstrengend und schmerzhaft. Warum habe ich dann immer weitergemacht? Irgendwas muss mir daran doch gefallen haben, oder? Vielleicht hat Nimmer ja recht. Vielleicht sollte ich bei ihr in der Stadt bleiben. Aber hier gefällt es mir auch nicht. Ich weiß, dass ich nicht hierbleiben will. Nimmer ist schwer in Ordnung, aber ich bin hier nicht zu Hause. Vielleicht habe ich mein Zuhause noch nicht gefunden. Das ist ja todunglücklich aus, kleiner Mann. Stimmt. Das ist wahrscheinlich einer dieser Tage, an denen man sich anstrengt und anstrengt. Aber nicht so recht gelingen will. Und je frustrierter du wirst, desto schlimmer wird doch der Tag. Ganz genau. Weißt du, was mir dann immer hilft? Eine ordentliche Portion Müll. Meine Mama hat immer gesagt, Müll im Mund zur rechten Zeit verbannt jede Art von Traurigkeit. Ich hoffe, damit kannst du was anfangen. Gern geschehen. So, von ihm. Kleiner Fun Fact. Wenn man noch nicht hier in diesem Abschnitt ist, kriegt man von ihm die Fähigkeit, Seeigel-Weitwurf. Und zwar muss man immer wieder in ihn reinlaufen, weil Krill ihn unbedingt umarmen will. Muss man immer wieder in ihn reinlaufen. Und dann gibt er einem seine Fähigkeit. Das hat mir gerade noch gefehlt. Noch mehr Lärm und Trubel. Tut mir leid, das war nicht so geplant. Das ist alles deine Schuld? Na, vielen Dank, auch Kumpel. Gucken, was passiert. Ah, es passiert auch gar nichts mehr. Egal, wie oft man jetzt in ihn reinläuft. Oder? Ist da noch irgendwas? Nein, ich glaube nicht. Schade. Erst verschwindet Ronan auf offener See und irgend so ein abgedrehter... Erst verschwindet Ronan auf offener See bei irgend so einer abgedrehten Schatzsuche. Jetzt wird neue Krebschen auch noch mit Müll geflutet. Krebshafen kann sowas von einpacken. Womit soll ich jetzt mein Geld verdienen? Muss ich den Stößen im Oberschichtbau die Panzer polieren? Naja, aber schlimmer geht immer. Wenn ich auf diesem verfluchten Kahn gewesen wäre, wäre ich mit den anderen verschwunden. So, kann man hier eigentlich noch weiter? I mean, die haben bis hinten weiter gebaut, ne? Nach diesem Abschnitt. Aber ich glaube nicht, dass man sich da irgendwie durchglitschen kann. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass ich dich nochmal zu Gesicht bekomme, Knirps. Ist das zu glauben? In dieser Stadt hat es noch nie so viel Mühe gegeben. Eine neue Ära ist angebrochen. Keine Ursache. Wie wär's, wenn du mir jetzt Sankt meine Muschel zurückgibst? Du hast einen Witz erzählen. Von mir bekommst du rein gar nichts, Kumpel. Der viele Müll ist ein Segen fürs Geschäft. Ich bin jetzt eine Garnele mit Ohren, ich patte. Das ist ein völlig neues Niveau. Also zieh Leine, wenn du nichts dabei hast, woran ich wirklich interessiert bin. Und jetzt einfach, weil es mega satisfying ist, mit einem Mega-Angriff einmal. Putz! Tschüss. Und hier haben wir unser Zuhause. What word comes to mind when you think of the Earth? This world is resilient.
but not endlessly so. As this Earth spins ever faster towards its uncertain future, all will face that future in their own way. Some will fight for the world they dream of, blade in hand. Some will spend their whole lives saving others from falling through the cracks. And others still will never rest in one place for long. As this fragile world begins to fracture, no matter how large or small, the one thing no creature can afford is complacency. But though history talks of warriors and heroes, and great mighty crabs that shook the world, it is the thankless deeds that shall ever make that world worth fighting for. Mehr gibt es nicht. Das zweite Spiel von Akku-Crab. Ich habe halt nicht mal das erste gespielt, aber das war schon richtig gut. Und hier nochmal mein Feedback zum Spiel. Was ich auch im Stream gesagt habe, ich finde es sehr, sehr gut. Also, es war für mich eine Erfahrung, auf jeden Fall, weil es war mein erstes Souls-like und ich bin halt auch hier und da sehr gut gestorben und habe mir auch hier und da die Knarre zunutze gemacht. Aber im Endeffekt muss ich sagen, ich bereue es ein bisschen. Weil, ganz einfach, wenn man die Waffen, also die richtigen Waffen und so alles hat, und dann kriege ich ihr Zeug dazu, dann geht's. Wenn man sich, mehr vorbereitet, sagen wir so. Mir fehlte scheinbar einfach die Vorbereitung. An sich ist es echt richtig gut. Ich würde sogar sagen, das ist ein Einsteiger-Souls-like. Also für die, die nichts mit Souls-like anfangen können, aber trotzdem da mal reinstuppern möchten, können das gerne hiermit machen. Sehr empfehlenswert dazu. Und ja. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, das zu spielen. Was halt nach wie vor war, also das habe ich jetzt in der Aufnahme nicht gehabt, ein Glück, aber die Lags. Es gab ein Update, das spiele ich jetzt mit dem neuesten Update hier, oder hab's nur noch gespielt. Ich weiß nicht, ob der jetzt Lags behoben hat, weiß ich gerade nicht. Möglich, wenn es nicht in der Aufnahme war, aber war auch im Stream nicht, im Endkampf. Wie gesagt, ich weiß nicht, was der Patch behoben hat, aber ja. Wenn es die Lags behoben hat, gut, dann ist das schon mal weniger. Und ja, das war's eigentlich. Haus? Das sehe ich jetzt, das ist Haustiere. Tutu, Nemo, Mizi, Poco, Miso, Stanley, Sesame Bagel, Pearl und Killer Queen, Daisy und Jet. Die Haustiere müssen noch ewig werden. Bei der Entwicklung dieses Spiels sind keine Krebse zu Schaden gekommen. Ja. Wie gesagt, für Spieler, die nichts mit Souls-like am Hut haben, aber doch gerne mal reinschnuppern möchten, wie es denn ist, kann ich das eigentlich sehr empfehlen. Es ist, ja, eigentlich ein ganz süßes Spiel. Oder weiß eigentlich. Es ist ein sehr süßes Spiel. Sehr knackig. Und wer Platin holen will, der muss sich da auf einiges gefasst machen.
Denn das ist nicht ohne. Halt echt nicht. Dass man dann noch alles sammeln muss und so. Ich meine, ich habe gesehen, mittlerweile gibt es schon einige Guides. Womit man sich die Herzteile oder die Blut. Na, ihr wisst, die jetzt halt spielen, wissen, was ich meine. Schnellste Herzteile. Gibt da schon Guides, wo die alle sind, wo die Umami-Dinger sind, dass man auf Maximum Umami-Ladung kommt und so weiter. Da gibt's alle schon Guides auf YouTube. Die alles auch so Schritt für Schritt zeigen. Und ja. Ja, mehr wollte ich auch gar nicht gesagt oder gezeigt haben. Ich wollte mir eigentlich auch nochmal selbst beweisen, dass ich es auch ohne schummeln kann quasi, also ohne die Knarre zu benutzen. Und das habe ich dann hiermit auch getan. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Macht's gut. Und nochmal für die spielen möchten, in Souls reinschuppern, das ist eine Kaufempfehlung. Also, macht's gut. Bye.